Der Liga-Neuling aus Kitzbühel wurde in der Fallberghalle von der ersten Minute an in die Schranken gewiesen. Die Lorenzlift VU Feldkirch bestimmte das Tempo und kam gleich vom Start weg zu Möglichkeiten. Niederost mit dem Assist, Meier scheiterte hier aber an Hechenberger. Feldkirch machte weiter Druck und presste vehement auf den Führungstreffer. Einmal mehr setzten sich die Hausherren hier gut durch, auch Stanley zog gegen Hechenberger aber den Kürzeren. Dann saß Ivanov auf der Strafbank, die VU also in Überzahl und die Holland Cracks nutzten das Powerplay zur Führung. Novak mit dem genialen Pass auf Stanley und der Legionär traf auch in dieser Partie. Die Fans zufrieden, doch nun trauten sich auch die Gäste aus dem Tirolerland mehr zu. Bock rettete in dieser Szene gegen Lenis und Wolf. Rein in Abschnitt Nummer 2 und da sorgte Feldkirch schnell wieder für klare Verhältnisse. Hampel hier mit dem guten Antritt und dann mit dieser perfekten Flinte. Rein das Ding, die VU lag mit 2:0 in Führung. Die Gäste nun mit einer Schockstarre. Feldkirch nutzte das eiskalt aus. Stanley mit dem Blick für den freien Raum. Rina im Slot ohne Gegenspieler und mit dem souveränen Abschluss 3:0. Die Partie war so gut wie entschieden. Hechenberger konnte es nicht fassen. Danach tat sich einige Zeit nicht mehr wirklich viel, die Hausherren taten nicht mehr als nötig und die Gäste aus Kitzbühel waren einfach zu harmlos. Einzig Lenis hier mit dem guten Antritt, Harand hatte aber seinen Schläger noch entscheidend im Spiel. Erst kurz vor Ende des zweiten Spieldrittels auch Feldkirch wieder aktiver, fekete mit voller Wucht und die Scheibe passte ganz genau, neuer Spielstand 4:0. Im letzten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften mehr oder weniger. Chancen waren Mangelware und wenn es brenzlig wurde, hielten die beiden Torhüter dicht. Am Spielstand änderte sich also nichts mehr. Die Lorenzlift VU Feldkirch besiegte den EC Kitzbühel klar 4:0. Ich denke, ein enges Spiel heute gegen Kitzbühel. Und am Schluss aber doch verdient gewonnen, 4:0. Sind jetzt natürlich in der nächsten Woche mit Bregenzerwald auswärts im Cup. Sehr gefordert und dann ein Doppelwochenende daheim, INL. Ich denke, dass wir da eine gute Woche brauchen, aber dass es so möglich ist, dass wir da ganz vorne mit dabei sind.